zweite Bierbrauaktion. Hefe für ein Ale. Eingemeischt. Klumpenfrei eingerührt. 16 Liter Wasser mit 40 Grad. Es riecht schon wie in der Brauerei. Heute brauchen wir ein belgisches Trappistenbier. Wir fangen jetzt an mit Heizen. 67 Grad. Deckel drauf. 90 Minuten bei diesen 67 Grad. Jetzt ist die Stärke in verkehrbaren Zucker umgewandelt worden. Malzig, süß. 76 Grad erreicht. Ablötertemperatur. Das heißt, die Maische wird jetzt in den Läuterbeutel mit dem. Wir gut. Fangen jetzt an mal mit dem Läutern. Am Anfang wird es natürlich noch alles sehr trüb ablaufen. Das ist jetzt, glaube ich, der fünfte Durchlauf. Bier. Ich jetzt machen wir den. Aber und jetzt flogen hier schon die erste Eiweiße. Wir brauchen 42 Gramm von dem Hopf. Hopfen Nummer 1, 75% des Gesamthopfens. Das bleibt jetzt 70 Minuten. Zweite Hopfengabe fürs Aroma. Das ist genau das, was ich auch mache. 6%. Heute füllen wir das vor einer Woche gebraute Bier in Flaschen ab. Einmal umdrehen. 20 Liter Bier. Jawohl! Ja, das war ja. Ja. Dann leichter wieder. Meins.